Hallo liebe Leute, hier sind wieder eure Desi von der Crew for You. Mich sieht man heute leider nicht, aber das ist kein Problem. Ich habe hier die Ornella. Hallo. Ornella ist 22 Jahre alt. 21. Aber ist auch okay. Egal, Entschuldigung. Die habe ich hier mitten in Schülern kennengelernt. Und ja, Ornella, was machst denn du so? Ja, ich studiere in Bamberg Kommunikationswissenschaft und Philosophie. Kommen jetzt in das dritte Semester. Okay, und hast du dann auch in Bamberg dein Abi gemacht oder bist du dahin gezogen? Ich bin dahin gezogen. Mein Abi habe ich in Stuttgart gemacht. In Stuttgart? Genau. Was von Abi hast du gemacht? Also ganz normal oder? Nee, ich war auf dem WG, also Wirtschaftsgymnasium. Stuttgart aus, Katterschule, falls es euch irgendwas sagt. Und dort habe ich halt 3 Jahre lang die Oberstufe gemacht, sozusagen. Also nach der Realschule dann. Hast du dann direkt danach angefangen mit deinem Studium oder hattest du dann eine Zeit zum Überbrücken? Um ehrlich zu sein, wusste ich jetzt nicht so genau, was ich direkt nach der Schule machen möchte. Deswegen habe ich mir erstmal 1 Jahr gegönnt. Und was hast du in dem Jahr so Tolles gemacht? In dem Jahr habe ich ein bisschen nebenher gejobbt, 2 Praktika gemacht. Und dann mich dann beworben letztendlich. Hat es dich weitergebracht in diese Gedenkzeit, wo du jetzt in dem Jahr auf hattest? Auf jeden Fall hat es mich weitergebracht, weil direkt nach dem Abi, wie gesagt, wusste ich jetzt nicht so genau, was ich machen möchte. Und ich wusste aber, dass es irgendwas mit Medien zu tun haben sollte. Und dann habe ich halt recherchiert, gegoogelt, ja, und geguckt halt, was für Voraussetzungen ich dafür brauche. Und dann bin ich irgendwie auf Kommunikationswissenschaft gestoßen. Und ja, es hat mich halt sofort angesprochen und habe dann meine Praktika dementsprechend dann auch also in die Richtung gemacht. Und was genau hat dich da jetzt angesprochen, dass du gesagt hast, okay, das Studium will ich machen, jetzt nicht, keine Ahnung, BWL-Studium, weil du ja auf dem Wirtschaftsgymnasium warst? Ach, BWL? Ich war froh, als ich kein BWL hatte. Alles, was mit Mathe zu tun hat, ist nicht für mich. Aber ja, ich fand es halt einfach cool, weil ich muss jetzt nicht, ich kann damit viele Sachen machen. Ich kann jetzt, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht unbedingt als Reporter oder Journalist arbeiten. Ich kann auch in einem Unternehmen als Kommunikationsmanager oder ich habe auf jeden Fall viele Möglichkeiten. So. Und das fand ich halt richtig cool, dass es halt nicht so trocken ist. Sorry an alle BWLer, aber ja, ich kann halt in verschiedene Themengebiete irgendwie reinschnuppern. Und was gefällt dir besonders in deinem Studium, wenn du jetzt schon sagst, du bist jetzt im dritten Semester und in diesen 1,5 Jahren, was hast du so Tolles erlebt? Also das erste Jahr war eher so theoriemäßig. Jetzt komme ich erst so ein bisschen in die Praxis. Und ich bin richtig gespannt, weil man da voll viele Sachen machen kann, wie zum Beispiel moderieren, also Radiosender moderieren oder designen, so Online-Design und so kann man da auch lernen. Oder was noch, wofür habe ich mich noch eingeschrieben? Ja, so Media Management. Dann gibt es noch die Redaktion. Aber dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was es alles gibt, aber es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die man machen kann. Ich habe jetzt einfach mal die aufgezählt, wofür ich mich eingeschrieben habe. Okay. Und gab es auch jetzt bisher was dir gar nicht gefallen hat im Studium, wo es dich jetzt voll angekotzt hat? Nö. Dann ist es doch gut. Ja, auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Tipps für die Leute da draußen, die sich das Video jetzt angucken? Also, mir persönlich hat es geholfen, nach dem Abi diese Pause zu machen. Ich kenne auch andere Mitschüler, ehemalige Klassenkameraden, die das auch gemacht haben. Die hatten es natürlich viel, also bei denen war es viel aufregender, die sind natürlich um die Welt gereist, ja, und ich würde es auf jeden Fall raten, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, weil danach habt ihr zwar auch Zeit im Studium, aber jetzt nicht mehr so viel Zeit wie so das Jahr halt Gap Year sozusagen. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also Leute, ihr habt Ornella gehört, nehmt euch die Zeit, überdenkt ja, ganz genau, was ihr machen wollt. Genau. Und danach gibt es immer noch die Möglichkeit zu studieren oder eine Ausbildung zu machen oder das, was euch eben dann gefällt. Dann Dankeschön, Ornella. Gern geschehen. Tschüss.